Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Format und zwar YouTubers Live. Ja Leute, das ist der YouTube Simulator. Wie wird man ein erfolgreicher YouTuber? Ich kann es euch leider nicht sagen, deswegen spielen wir diese Simulation. Falls ihr mega Bock auf dieses Format habt, lasst ein Like da. Und wenn ihr auf diesen Corona-Test genauso gespannt seid wie ich, dann auf jeden Fall erst recht. Leute, ich mache jetzt kurz während der Aufnahme einen Corona-Test, muss halt einmal die Aufnahme durchhasseln und weiß dann das Ergebnis. Das heißt, am Ende dieser Aufnahme werde ich euch nochmal das Ergebnis vom Corona-Test mitteilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Format. Fetter Kuss geht rein und wir sehen uns drin. Boah, Digga, ich habe mir gerade dieses Teil in meine Nase reingesteckt. Und es ist einfach übelst nervig. So, jetzt muss ich das Ding hier einmal so reinhalten und so mäßig da so rumdrücken und so. Digga, das hat meine ganze Nase einfach weggeburnt, ne? Hier, Leute, ist das gute alte Testdingsi. So, ich muss jetzt nochmal kurz ein paar Tropfen darauf geben. Das mache ich jetzt auch nochmal ganz schnell. Und dann müssen wir 15 Minuten warten. Also ungefähr so lange, wie die Aufnahme hier wahrscheinlich geht. Wie viele Tropfen müssen denn da rein? 4 Tropfen? Ah ja, Leute. Es geht los. Experte Denno. 1, 2, 3, 4. 4 Tropfen sind hier jetzt drin. Alles klar, ich pack den jetzt weg. Wir machen jetzt entspannt die Aufnahme durch. Und ich weiß nicht, was passieren wird. Ne? Wir werden es sehen, Leute. Also, Corona ist auch bei mir präsent. Was soll ich dazu sagen? Gar kein Bock. Holy moly, was geht hier ab? Die YouTuber-Schmiede ist am Start. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste U-Tuber. Bäh. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Okay, das ist echt nice. Das wünsche ich mir auch irgendwann. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. Let's go, Alter. Wir machen uns den YouTuber hier und sind schon im Charakterauswahl-Bildschirm, Leute. Da müssen wir natürlich... Wir machen das originalgetreu. Sieht ganz gut aus, so. Frisurtechnisch, Ayos Mios. Ja, was passt denn da so eher zu mir? Ne? Ich würde sagen, wenn dann eher der hier oder was? Augen, dunkelbraunmäßig. Den Mund müssen wir auf jeden Fall nochmal auswählen. Und welchen haben wir da? Ja, komm, hier, ne? Also sowas ist dann schon okay, denke ich. Wir nehmen den Bart. Muss ja auch passen. Passt. Hemd auf jeden Fall noch aussuchen. Leute, ich trage meistens, wie ihr sehen könnt, immer T-Shirts. Deswegen nehmen wir vielleicht ein weißes T-Shirt. Würde ich ganz cool finden. Eine schwarze Hose oder so dazu. Hier, das sieht ganz entspannt aus. Lässig auf jeden Fall. Die Schuhe sind eigentlich sogar auch schon recht nice. Ja, kann man so definitiv lassen. Eine Brille finde ich nicht. Wir akzeptieren das so. Und das passt. Jetzt müssen wir noch einen Persönlichkeitstyp auswählen. Superstar. Du bist ein Meister viraler Videos. Und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Leute, jeder Like und Abonnent zählt. Bitte lasst einen Daumen für dieses Format da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr jetzt schon Lust habt. Krösus, deine Fixierung aufs Geld ist nichts Neues. Du bist ein Finanzexperte und weißt, wie man mit Videos Geld macht. Also ungefähr so wie jeder zweite YouTuber, der ziemlich viel Reichweite hat da draußen. Socialite, du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und unter Leuten zu sein. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und eine endliche Kontaktliste ist dein Ziel. Verpisst euch! Genie, dich kümmert es nicht, was andere denken. Zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für dein Studium. Okay. Partylöwe, gibt es Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben, ohne Sorgen, also habe eine tolle Zeit. Romantiker, dein Lebenstraum ist es, einen ganz besonderen Menschen zu finden. Du wirst nicht aufhören, nach diesem Menschen zu suchen. Bis du ihn gefunden hast, dein Seelenverwandter wartet auf dich. Leute, ich finde den Superstar eigentlich ganz cool. Aber ich persönlich liebe es zu lernen und neue Dinge zu erlernen. Gerade was meine Videos halt angeht, würde ich am liebsten immer neue Dinge lernen. Ich würde sagen, Genie passt eher. Superstar ist schon cool. Würde ich sonst, wäre meine erste Wahl. Aber das Genie, Leute, ich will geile Videos machen. Okay, was willst du auf dem Kanal machen? Musik, Kochen, Mode. Boah, Alter, ist das ätzend. Leute, Gaming. Ich bin Gaming-YouTuber. Let's go. Dein Name? Danny Meinert.
Und Name des Kanals ist Denome. Haha, Leute, wie cool. Let's go, rein in die YouTuber-Geschichte. In diesem Raum begann ich meine ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Sachen mal genauer an, die ich gelernt habe, bevor ich der YouTuber Nummer 1 wurde. Meine Spiele standen in diesem Regal. In welchem... Oh, da. Spiel auswählen. Empire Planet. Aha. Was ist das denn? Schließe die Combo, um das Interesse zu boosten. Also wir machen jetzt anscheinend Let's Play, Leute. Über Empire Planet. Strategiespiele finde ich gar nicht so geil. Gameplay. Walkthrough, Co-op, Speedrun, Review, Preview. Okay, also Preview ist natürlich nicht schlecht, damit man Spiele vorher antestet. Können wir anscheinend aber noch nicht machen. Wir gehen erstmal auf ein entspanntes Gameplay. Wer kennt ihn nicht? Den alten Lotz-YouTuber da draußen, der sein Gameplay auf entspannt aufnimmt. Der Arbeitsplatz, Workstation 1. Kamera, Ligotech, Octopus. Ja, niedrige Auflösung. Oh mein Gott. Mikrofon, kein Filter. Mono, ja moin. Na gut, wir starten die Aufnahme. Titel des Videos eingeben. Alter, wie geil. Digga. Schlacht. Rein. Rein in die Olga. Perfekt, Leute. Erstes Video, rein in die Olga. Und rein. Was geht jetzt ab? Wir sitzen jetzt hier am PC. In der Aufnahmephase stehen dir verschiedene Herausforderungen bevor. Du musst die Karten mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden. Beachte dabei jedoch die Situation, die unter dem Videoclip angezeigt wird. Lustige Kritik? Okay. Ratschlag, mörderischer Blick. Deine Verbündeten haben dich verraten. Lustige Kritik, Leute, ganz klar. Wenn meine Verbündeten mich verraten haben, was für Ärsche. Zeit, bevor das Spiel startet. Bevor das Spiel startet, Leute, kann man eigentlich immer einen lustigen Kommentar bringen. Finde ich zumindest. Passt auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut da rein. Aufnahme ist abgeschlossen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeiten im Video. Also es gibt anscheinend so Punkte. Bearbeitungsphase. Erstelle ein Video, in dem du die Videoclips in die Bearbeitungsspur ziehst. Und versuche sie anzupassen, so gut wie möglich. Du kannst Effekte hinzufügen. Oh mein Gott, Final Premiere Lite. Wie cool ist das denn, Alter? Geil, ey. Wir rendern das Video jetzt eineinhalb Stunden rendern. Eineinhalb Stunden hochladen. Sind die geisteskrank? Titel wählen. Farbe zuordnen. Ja. Und weicher Fokus. Warte mal ganz kurz. Müssen wir halt noch mal gucken, Leute. Wir haben hier eh nur von 1. Von daher macht es vielleicht Sinn, das Video so zu nehmen. Und so, damit wir auch diese Punkte hier perfekt rauskriegen. Dann würde das Rendering 2,1 Stunden dauern und das Hochladen 1,6. Heißt also knapp 4 Stunden, dass das Video hochgeladen ist und gerendert. Und dazu kommt noch nicht mal die Bearbeitungszeit, Leute. Let's go. Video veröffentlichen. Oh, Videoergebnis. Spielbeliebtheit, Konsolenbeliebtheit. Das Interesse ist recht hoch. Sehr nice. Skript haben wir. Wir haben ein neues Level erreicht. Wir kriegen Erfahrung dafür. Okay, cool. Ja, das laden wir mal hoch, Leute. Mich nervt immer noch, wie lange es dauert, ein Video hochzuladen. Aber ich sag's dir. Zu sehen, wie Aufrufe, Abonnentenzahlen und Einnahmen immer weiter wachsen, ist genial. Außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen, zu sehen, ob meine Videos wirklich gut sind. Da muss ich sagen, hat er recht. Es ist ein schönes Gefühl, dem Wachstum zuzusehen. Das mache ich eigentlich fast jeden Tag. Studenten nehmen. Um in die Schule zu gehen, musste ich einfach nur aus der Tür hinausgehen? Och, Digga. Ich habe doch gar keinen Bock. Na denn, let's go. Wir gehen lernen, Leute. Video rendert doch eh noch, oder was? Video rendert noch, oder? Ich kann es nicht sehen. Ja, ein paar Stunden sind auf jeden Fall rum. Empire Planet ist hochgeladen. Oha! Ich musste mein Zimmer zu Hause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind die schnellste Art, um an Dinge zu kommen. Jo. Einkaufen. Gehen wir mal zu Amazon oder was, ne? Amazing On! Amazing On? Oh, wir können hier neue Spiele besorgen. Cool! Leute, Alter, das hier hat 5 Sterne, das Ding. 45 kostet das. 45, das hier hat 60. Und okay. Aha. Also Half-Life kaufen wir auf jeden Fall mal ein. Und in den PC-Store gehen wir definitiv auch nochmal. Denn ich meine es ja richtig ernst, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein besseres Mikrofon. Ah, wobei, Kamera ist eigentlich auch wichtig. Wir nehmen das Mikrofon, oder? Ja, wir nehmen das Mikrofon, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet. Erstmal eine bessere Kamera oder ein besseres Mikrofon.
Hashtag Kamera, Hashtag Mikrofon in die Kommentare, Leute. So, jetzt habe ich das hier gekauft und wir veröffentlichen gerade das Video und man sieht, das hat schon ein Dislike. Immer diese Leute, die nix gönnen. 41 Aufrufe, also Leute drücken aber irgendwie nicht so auf Like, ne? Was für Ärsche. Wir haben ein Paket gekriegt, Haarfly, ist jetzt tatsächlich in diesem Regal. Und noch ein Paket, Leute, da haben wir das neue Mikrofon. Und das wurde direkt reingezimmert. Ja, dann können wir doch eigentlich direkt mal das nächste Game aufnehmen. Für ein bisschen Vielfalt, ne? Müssen wir natürlich auch verschiedene Games bringen. Und das kommt hier leider nur noch mittel an. Das ist natürlich schade. Hat aber eine wirklich sehr gute Bewertung. Heißt also, Spiel macht mega Bock. Wir nehmen das neue Mikrofon, haben keinen Filter, aber könnte schon in Stereo aufnehmen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Stereo, Leute, heißt von zwei Kanälen. Und jetzt müssen wir natürlich wieder einen Titel für dieses Video eingeben. Aliens greifen uns an. Es geht wieder ran an die Aufnahme und let's go. Controller ist draußen. Du hast 20 Kills gemacht, bevor du getötet wurdest. Mörderischer Blick. Ich hab sie alle gekillt. Was kommt noch für eine Situation? Zeit, bevor das Spiel startet. Da müssen wir natürlich gucken. Leute, ich bin vielleicht dieses Mal für den Sergeant, weil das ist Ballerspiel, ne? Ich sag euch, wie es ist, Leute. Und da haben wir jetzt die fertigen Videoclips und connecten den ganzen Aal hier mal so rein. Jetzt müssen wir mal gucken, bringt das hier was, wenn ich das in einer anderen Reihenfolge reinsipp? Nö, ne? Das ist eigentlich egal. 6,5 Stunden rendern, 8 Stunden hochladen. Wollt ihr mich verarschen? Holy shit. Naja, wir werden erstmal einen weichen Fokus mit reinnehmen und den Titel wählen, sodass wir hier 1 von 1 drin haben. Aber es sieht ja schon wirklich nicht schlecht aus. Was ist das hier? Okay. Wir rendern das Video, jallern das raus und das kommt sogar richtig gut an. Neues Level. Wir haben hier ordentlich kassiert und das Video laden wir safe hoch, Leute. Das laden wir safe hoch. Es dauert aber auch mega lange und wir haben jetzt Content für einen Tag. Heißt also, ich kann jetzt vorproduzieren, theoretisch. Da war doch noch was. Okay, jetzt haben wir hier den Corona-Test. Gucken wir mal. Coroni. Leute, da ist mein Testergebnis. 1 Strich. Heißt also, laut Verpackung, wo ist denn die Verpackung hier? Also, negativ. Corona hat mich immer noch nicht gepackt. Klopf, klopf, klopf. Schau mir beim Spielen zu. Während ich jetzt hier Corona abgefrühstückt habe, haben wir das neue Video rausgeschallert. Und ich werde definitiv schon mal die nächste Aufnahme von Haarfly vorbereiten. Denn das kam ja nun richtig gut an. Und wir machen hier auf jeden Fall nochmal, also es ist ja wichtig, eine Serie zu machen, Leute. Wir werden Haarfly direkt nochmal rausböllern. Ich zock das also gleich nochmal. Und dann schauen wir uns an, wie das Video gleich gelaufen ist. Weil Geld verdienen wir ja wahrscheinlich immer noch nicht. Aliens greifen uns an. Wir greifen die Aliens an. Ausrufezeichen. Und gleich das neue Gameplay hinterher. Die Leute brauchen Futter, Alter. Weißt du, wie ich mein? Wenn der Lachs läuft, Digga, dann geht's. Du startest die Aufnahme. Formelle Begrüßung. Moin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Haarfly. So würde ich das machen. Zusammenfassung des Spiels. Ja, ich würde sagen, lustiger Kommentar, ne? Dieses Mal wird's ein bisschen auf lustig angelehnt. Und ich habe ein Achievement bekommen. Was würde ich machen? Lustige Kritik. Ja, doch, doch. Das machen wir so. Jetzt fehlt hier halt so ein bisschen was in dem Segment. Aber dafür ist die Nachbearbeitung da, wo wir die Effekte... Ja, RIP, Alter. Da muss ich los. Boah, man sieht schon, ne? Also 10 von 12. Das dauert schon richtig lange, Leute. Das dauert richtig lange. Farbe zuordnen. Weicher Fokus. Also das Video wird jetzt in der Bearbeitung nochmal richtig schmackhaft. 25 Stunden. Digga, seit was? Ich hab ja übelst den Drecks-PC. Also ganz im Ernst, ich render ein Video, Leute, was 12 Minuten lang ist, in 3 Minuten aus meinem PC raus. Und der will mir sagen, 25 Stunden. Was ist denn das für ein Ding? So, 25 Stunden Video. Der PC ist auf jeden Fall richtig am Durchziehen. Und was geht hier ab? Mutti ist schon drin, oder was? 257 Aufrufe hat das Ding. Nur 12 Likes. Ich verdiene immer noch kein Geld damit. Oh Mann, ich muss mich echt mal hinlegen und pennen, ne? Man kann ja auch nicht den ganzen Tag aufnehmen. Ich gehe erstmal lernen. Und arbeiten müssen wir auch, damit wir wieder Kohle verdienen, Leute. Weil das Rendern von dem Game dauert einfach mega lange. Voll ätzend. Oh, das Video ist hochgeladen. Wir waren jetzt ziemlich lange in der School. Das war jetzt auch nicht schlecht. Wir haben insgesamt 400 Aufrufe und 96 Abonnenten haben wir schon. Leute, es wird ja wohl bald mal Zeit für ein 100-Abonnenten-Special, oder? Ich habe hier unten noch ein Profil. Oha.
Erzähle es deinen Freunden, Level 2 und so weiter und so fort. Krass. Was haben wir noch so? Talente? Oh, wir können sogar einen Talentbaum bedienen. Wie cool. Okay, Leute, das Game scheint doch komplexer zu sein, als es ist. Du hast hier eine Kartensammlung. Damit können wir haben so Charisma-Punkte und können dann quasi neue Sachen in unseren Videos machen, weil wir Erfahrung sammeln in dem Sinne. Das hier ist eigentlich nicht schlecht. Die Karte emotional, immer gut. Passt auch genau zu mir, ne? Intro, Guru-Vorschlag. Okay, ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Charisma-Punkte haben wir jetzt alles ausgegeben, ne? Ist in Ordnung. Damit können wir unsere Aufnahmen weitermachen. Hier sehen wir unseren Kanal. Danny Meinert, aka Denome. Hat hier 96 Abos, Alter. Junge, zünd mal rein hier. Das Haarfly-Video hat uns 56 Abonnenten gebracht. Nicht schlecht. Wir kriegen Kommentare moderieren. Wir können Kommentare moderieren. Wir beantworten Kommentare und kümmern uns um die Community anscheinend nochmal. Das sorgt dafür, dass wir am Anfang viel mehr Abonnenten wahrscheinlich noch dazu gewinnen. Ja, wie man sieht, das Ding zündet ordentlich gerade Abos rein, ne? Plus 7 Interesse an zukünftigen Videos. Ja, nicht schlecht, würde ich mal sagen, ne? Das ist gut so. Und das war's mit einer Folge von YouTubers Live. Wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, wie viele Aufrufe das Video noch bekommt, lasst auf jeden Fall ein Like da für dieses Format. Dann bringe ich nächste Woche noch eine Folge. Fetter Kuss geht raus. Abo nicht vergessen. Videos hier auschecken. Denno out.